Yo, was geht, Leute? Ja, wie ihr seht, ich habe hier Overwatch am Start und zwar die Beta. Ich habe mir es runtergeladen. Ich wollte mir es eigentlich nicht herunterladen, die Beta, weil ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut und war zuerst vom ersten Blick so nicht begeistert davon. Aber ich muss sagen, seitdem ich es selbst zocke, macht es total viel Spaß, das Game. Ja, und kann es auch nur jedem empfehlen. Ich habe hier Lootboxen, die schaltet man so, während man zockt, frei, ob man online zockt oder Karriere. Ja, da würde ich sagen, wir öffnen mal eine. Man sieht oben rechts, wo Zocker Siege steht. Ich bin Level 10 hier in der Beta. Ich habe gestern mal ein bisschen hier gezockt. Ja, hier muss man jetzt gedrückt halten, um die Lootbox zu öffnen. Ja, da bekommt man halt so Gegenstände, die man für die Charaktere benutzen kann. Das Ganze. Was ist das? Was ist denn das? Gold? Achso, Währung ist das. Das hier ist Währung. Okay. Das Ganze kann man dann hier in der Heldengalerie auswählen. Hier, der hat hier zum Beispiel schon etwas andere Dinge. Hier steht doch. Ah, nee, doch nicht. Hier, Siegerpose. Kann man dann auswählen. Ja, und das hier sind die ganzen Charaktere, die es gibt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier in ein Online-Game hinein. So, jetzt sucht ihr ein Match. Geschätzte Wartezeit ist meistens immer so 15 Sekunden. Das geht hier bei diesem Game relativ schnell immer. Also gar nicht zu vergleichen mit Rainbow manchmal, wie die Wartezeiten sind. Ja, was dann auch schon sehr nerven kann. Ja, wir sind hier auf der Wood 6D6. Da habe ich auch schon gezockt. Aber um was geht's hier im Spiel? Ich wähle mir hier Soldier aus, weil man kann hier einen Wagen transportieren. Oder zum Beispiel Bereich sichern gibt's hier. Was heißt Bereich sichern, Herrschaft oder so? Ich keine Ahnung, wie man das jetzt hier nennt. So, jetzt dauert es noch ein paar Sekündchen, bis wir drin sind. Ja. Oh, da ist schon einer Level 25. Heute sind wir alle Soldaten. Bezieht Verteidigungsposition. Also, wir müssen jetzt verteidigen. Reyes hätte die Deadlock-Gang schon vor langer Zeit ausmisst. Und die Gegner kommen und müssen versuchen, da vorne, wo das F ist, wo Verteidigen steht, in diesen Wagen müssen die Gegner versuchen, zum Ziel hinzubringen. Und wir müssen das verhindern jetzt. So, was habe ich hier noch? Hier, wenn ich R1 drücke, das hier ist so ein Heilradius. Da können die Teammitglieder sich auch heilen. Da habe ich hier L2, das ist so eine Spezialattacke. Wenn ich mit der treffe, das haut auch gut rein. Und dann hier sieht man die 0%, wo das Dreieck ist, in der Mitte. Das ist so eine Spezialattacke. Wenn die voll ist, habe ich so einen Kreis um meine Waffe herum. Und die Gegner, wo in diesem Kreisradius sind, die kann ich halt dann auf jeden Fall alle umnieten. Ziemlich schnell. So, jetzt kommen sie raus. Jetzt müssen wir die auf jeden Fall hier aufhalten. Einen habe ich jetzt schon hier getroffen. Und das hier ist jetzt ein Gegner, der kann immer schnell rennen. Der, wo ich habe, der Charakter. Sehr schön. Eieiei. Stirb. So, der ist auch tot. Wie gesagt, wir müssen hier einfach nur die Gegner jetzt aufhalten, dass die da nicht durchkommen. Bäm, das hat schön reingehauen, habt ihr gesehen? Also umgebungsmäßig hier, mir geht das Spiel echt sehr, sehr gut ab. Ja, der Ries ist auch weg. Jetzt habe ich einen Killstreak von 5. Das heißt, 5 Spieler getötet und noch nicht gestorben. Ja, immer in Bewegung bleiben auf jeden Fall. Dem habe ich getroffen. Ah! Oh. Jetzt macht er hier seine Fähigkeit.
Sehr schön. Der ist auch weg. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Oh, wir machen es hier auf jeden Fall den... Jetzt habe ich hier das Power frei. Nein. Jetzt bin ich gefangen. So, jetzt habe ich hier das Power frei. Meine Spezialattacke. Jetzt zeige ich das euch mal. Ich hab dich im Visier. Hier, das ist jetzt der Radius. Ihr habt gesehen, einen habe ich getroffen mit diesem Kreisradius. Leider nicht mehr, weil es waren hier auch nicht wirklich viele gerade. Aber man kann damit auf jeden Fall 4-5 Leute locker wegpetzen, wenn die da in der Nähe sind. Bam! Wie gesagt, richtig geil das Spiel, macht richtig Laune. Oh! Jetzt bin ich tot. Ich habe einen Killstreak von 8 Spielern. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht übel. Jetzt bin ich hier das erste Mal gestorben. Gib nicht auf, bis der Job erledigt ist. Ja, da müssen wir wieder hinrennen. Wir haben halt die weite Strecke. Aber umso näher die Gegner kommen mit dem Wagen, deswegen spawnen wir dann auch ziemlich dann direkt da vorne, wo dann der Waggon ist. Nein! Jetzt bin ich schon wieder tot. Aber auf jeden Fall machen wir es hier den Gegnern sehr, sehr schwer. Ah, da hat er mich mit dem Pfeil und Bogen getroffen. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Charaktere ausgewählt. Der hier finde ich jetzt am allerbesten. Also, gefällt mir am allerbesten. Nicht, dass das der Beste wäre. Es gibt auch welche, die langsamer sind. Aber halt eine richtige Power haben beim Schuss und so. Ja, das ist dann auch asozial, wenn sie dann die Barrikade dahin machen. Ja, wo ist er denn hin? Da ist er. Bäm, jetzt habe ich ihn mal getroffen. Schnell. Oh. Jetzt war ich festgenagelt. Jetzt haben die mich hier festgenagelt. Aber war richtig geil, man sieht's, ne? Macht mega Fun. Wie gesagt, wie LOL kann man das hier nicht... Mit LOL kann man das hier nicht vergleichen. Mit League of Legends. Hat, glaube ich, mal jemand gesagt. So, ich bin bei 98%. Gleich ist mein Power wieder voll. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier welche in die Linse bekommen. Da oben ist ein Boge. Immer in Bewegung bleiben hier. Autsch. Ich spiele nicht mehr nach den Regeln. Ja, ich spiele auch nicht mehr nach den Regeln. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Ah. Ja, wenn der das benutzt, ist das sozusagen unbesiegbar, die Zeit. Bäm. Frisst das. Also man sieht, ne? Man hat hier auf jeden Fall dauerhaft was zu tun. Ja, da fliegt irgend so ein Drache rum. Keine Ahnung, was das für eine Fähigkeit ist. Noch 60 Sekunden. Vielleicht schaffen wir es, ja. Nein!
Scheiße, jetzt bin ich, glaube ich, eingefroren worden oder so. Ja. Das ist dann schon übelst, auf jeden Fall. Man sieht, Wiederbelebung dauert immer so 7 Sekunden. Ich habe jetzt nicht so genau drauf geachtet. Ich glaube, 7 Sekunden sind das. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Echt? Nein. Sperrt sich immer da ein in der Barrikade. So, jetzt habe ich hier... Jawohl, sehr schön. Seht ihr dann, das Power hier ist auf jeden Fall richtig geil. Killstreak wieder von 5 Spielern erhalten. Ja, auf den muss man aufpassen, der ist richtig übelst. Ja, auf jeden Fall hier, die Gegners haben nichts zu lachen. Wir haben die ganz schön hier unter Kontrolle. Die haben zwar hier die, den Checkpoint erreicht, aber ich hoffe, dass wir sie jetzt hier aufhalten, auf jeden Fall. Läuft ja richtig gut hier eigentlich mit den Kills, was die angehen. Oh, hier auf den Radius hier muss man aufpassen. Und besonders hier auf den Drachen. Ich hab dich im Visier. Noch 30 Sekunden. Ihnen läuft die Zeit davon. Bam. Nur in Grafik her sieht es ja richtig toll aus eigentlich. Da kann man sich gar nicht beschweren. So, 10 Sekunden. Ja, Killstreak von 8 Spielern wieder. Das zweite Mal schon. So, und die Sekunden laufen. Sieht übelst aus für den Angreifer. Ja. Noch ist die Mission nicht vorbei, das stimmt. Es ist Verlängerung. Wie gesagt, das heißt nie, dass dann alles direkt vorbei ist. So, jetzt habe ich mein Power. Nein! Jetzt hat er hier seine... Oh, die könnten es noch schaffen. Wir müssen aufpassen. Eieiei, geht das hier ab? Eieiei. Nein. Die schaffen das noch am Ende. Yeah. Sehr schön. Jawohl, die Verlängerung geht vorbei. Schnell. Jawohl, wir haben gewonnen, Leute. Das war aber echt knapp am Ende. Da haben sie doch noch einmal richtig Druck gemacht, auf jeden Fall. Aber sehr gut. Wir haben gewonnen. Highlight des Spiels. Urlandmi. Keine Ahnung. Da wird dann am Ende immer so ein Highlight dargestellt, wer einen geilen Abschuss gemacht hat. Ja, es war vom Gegnerteam. Hat mich da auch abgeballert. Ja. Auf jeden Fall richtig cool. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Ich werde mir das auf jeden Fall kaufen und werde da auch Let's Plays raushauen. Ja, für die Neuen über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen.